Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Astroblock. In dieser Folge werden wir ein bisschen schneller arbeiten, denn vielleicht schaffen wir es in dieser Folge in den Weltraum zu fliegen. Wäre natürlich sehr cool. Einziges Problem ist nur, also wir haben die Rakete in der letzten Folge gebaut. Schaut euch auch gerne die letzte Folge an. Haben jetzt aber nur ein Problem. Und zwar brauchen wir jetzt noch ein paar Teile. Aber das sollte nicht weiter schlimm sein. Deswegen. So, wie war das jetzt? So und so, okay. Aber Amboss. So, ihr fragt euch bestimmt, was ich gerade baue. Das zeige ich euch gleich. Ne? Also, ich werde euch noch darüber informieren, aber es ist jetzt kompliziert zu erklären, wobei so kompliziert ist gar nicht. Ich baue eine Maschine, die unsere Rakete dann auseinandernimmt und sie dann wieder recyceln tut. Ja. Wir brauchen dann, so wie es aussieht, auch noch dann was anderes. Und zwar gibt es irgend so einen Teleporter, damit wir uns dann irgendwie, glaube ich, wieder zu unserer Raumstation hier teleportieren können. So genau weiß ich das aber jetzt gerade noch nicht, da müssen wir dann gleich gucken. So, ich dachte, das ging so. Nee, warte, das Ding muss, nein, das Ding muss nach ganz oben, das in die Mitte und das so. Okay, dann doch vielleicht so. Nee, wie ging's? Ah, also das hier ist das Ding. Ah, wir brauchen noch ein Aluminiumkabel. Dann Verliesfinder. Achso, ja, weil das dauert aber noch ein bisschen. Gut. Ne, warte. Ah, nee, das Ding brauchen wir doch nicht. Das zeigt uns nur an, weil es gibt auf diesem Planeten dann auch. Wie soll ich das denn jetzt sagen? Dungeons und ja, die Dungeons interessieren uns aber nicht. Wisst ihr, was hier echt. Okay. Wir können mit der Stufe 1 Rakete in die Oberwelt. Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Es ist die ganz normale Minecraft-Welt. Ja, also hier dieses Ding, was ich da bauen wollte, braucht man nicht. Hatte ich mich verlesen. So. Was wir aber brauchen, und da müsste ich jetzt mal nachschauen, ist eine Treibstoffproduktion, weil, ja, eine Rakete braucht Treibstoff und diese Rakete braucht jetzt keinen Strom. Es gibt eine elektrische Rakete, aber die haben wir noch lange, lange nicht. Na komm, komm jetzt hier mal die Raketen. Weil ich weiß nicht, wie das Ding heißt, was wir da brauchen. Warte mal. Das, ach. Ich hoffe mal, dass es. Oh, warte. Hier unten Rakete Stufe 1. Sauerstoffspeichermodul. Ja, es wird wärmer. Okay.
ultimativer Treibstofftanker. Treibstofflader. Ach, das geht aber. Basic Ding. Warte. Also ein einfaches Ding reicht uns erstmal, würde ich sagen. So, gepresstes Kupferhammer, Zinkkanisterhammer, Hammer. Und das Ding machen wir. Moment mal, haben wir überhaupt gepresstes Eisen? Haha, guck mal, eine Eisenplatte haben wir sogar noch. Okay, Zinn haben wir da. Warte, ich könnte vielleicht hier so ein Ding mit rausnehmen. So. Nein, nicht da rein. Einen Eisenbarren. Und hier oben kommt das Ding rein. So, das lassen wir mal kurz arbeiten. Zinnbarren brauchen wir. Ich schätze mal, wir brauchen jetzt ein Elektrolysegerät. Weiß jemand überhaupt noch, wie man das Ding baut? Okay, gut. So schwer ist es jetzt auch nicht. Nein, nicht das. Das. Genau. So, 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 so. Leute, also ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja doch jetzt in dieser Folge noch ins All zu fliegen. Das wäre cool. Okay, wir haben Treibstoff. Treibstoff ist schon mal gut, ne? Das ist wichtig. Hier Input, wo ist ein Output? Ah, hier, das Ding braucht natürlich Strom. Ist ja klar. So, ich schätze mal so, das ist schon gut. Fortschritt. Cool. Was brauchen wir da jetzt? Status, kein Treibstoff. Kann mit einem Treibstoffkanister befüllt werden. Nun die Frage, woher kriege ich denn den Treibstoffkanister? Okay, das ist jetzt vielleicht etwas blöd. Ich brauche mal wieder einen Sauerstoff. Okay, zuerst mal brauchen wir Strom. Warte, ist auf dem Ding hier Strom? Nö. Okay, wir haben eh noch Kabel. Hoffen wir hier, dass die Kabel, die wir drin haben, reichen. Oh, 6. 6 ist nicht viel. Okay, wo kommt das Ding denn? Kommt das Zeug nicht hier normalerweise aus der Wand raus? Dann bohren wir uns jetzt hier ein bisschen rum. Wo ist denn noch das Ding? Wartet. Hä? Was? Okay. Ich glaube, hier ist in der Richtung zum Aufwühlen nicht. Ach, da oben ist es. Okay. Okay, okay, okay. So. Da hin. Also von. Okay, da ist es so. War jetzt aber auch schon ein kleiner Kampf, ne? Eine knappe Nummer. Okay. Oben auf dem einen Kabel ist schon mal Strom getroffen. Kommen nämlich jetzt halt die dicken Dinger. Das interessiert jetzt auch Kinder. Ich meine, Solarzellen haben wir jetzt genug, ne? Die paar Kabel, die ich hier brauche. So. Okay, das Ding hier sollte jetzt zumindest Strom haben.
Genau, das lädt das schon mal gut. Was jetzt aber nicht gut ist, ist, dass wir immer noch keinen Treibstoff. Treibstoff, okay. Dampf. Das Dampf wird Treibstoff. Ja, auch cool. Cool. Magie. Öltransporte, was macht denn der? Ich glaube, der. Hohlraum. Ja, aber wie macht. Okay. Ne, warte, was war's? Gaskanister, oder? Ne, was für ein Kanister waren das denn jetzt? Och man, oh. Also vergiss das mit, heute fliegen wir ins All. Der Zug ist wohl abgefahren. Oder weggeflogen. Die Rakete ist schon weggeflogen. Ja, ich weiß, dass der Witz schlecht war. Warum? Er hat sich halt angeboten. Okay, also ich wüsste ja ein bisschen, wie diese Kanister aussehen. Wartet mal kurz, wir sollten mal hier rausgehen und mal so rein. Genau, weil da sehen wir mal ein bisschen mehr. Kommt hier überhaupt noch was? Hier ist nur Energieerzeugung. Sind das? Wartet da unten. Ölkanister, Treibstoff. Okay, also es handelt sich um Öl. Galaktokraft, Core. Core. Okay. Versteht das nicht. Baumöl, was ist ein Baumöl? Oh, das ist so kompliziert. Ich kapier nix. Das ist ein Baumöl. Das muss irgend so eine Maschine sein, die das Öl herstellt. Also, na. So, das Gas, das ist ein Gastank. Was ist denn mit diesem Gas? Treibstoffeimer, ja, was ist Treibstoffeimer? Raffinerie? Okay, in der Raffinerie wird Öl zu Treibstoff. Das ist doch mal was, damit kann man doch. Ach du, ach du, ach, nee. Nee, Leute, nee, 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 das ist gemein. Pass auf, Gastank. Wir gucken jetzt nach Gastank. Basic Gastank. Osmium. Nein! Wir waren so kurz davor.
muss irgendwie was anderes sein. Gasverflüssiger. Was ist denn dieses Öl? Weil, wartet mal kurz. Okay. Fluidpump. Okay, Titanium. Ah, wieder Titanium Dust. Titanium Ingot. Ah, cool. Cool, ich brauche aber vielleicht erstmal Titanium. Das ist gerade so blöd, ne? Wir kriegen an sich ja kein Titanium. Redstone Ofen. Ne. Ich habe bis jetzt kein Titanium gefunden. Fund auf Erd. Kann man Titanium Ohr? Das kannst du, warte mal, Quest. Quest and Ohrs. Osmium, wo findet man den Osmium? Okay, also es ist ein hartes Material und kann fast in jeder Höhenlage gefunden werden. Mathe, cool. Can be found on Earth. Das ist scheiße, das ist echt blöd, ne? Wir kommen aber jetzt nicht auf die Erde. Okay, okay. Drei... Stoff. Also hier, das ist Treibstoff, gell? Genau, von wem ist das hier? Extra Planets. Ah, hier den Treibstofflader, den wir haben, ist Dings. Okay. Ein Treibstoff einmal, gut. Dampf. Wie macht man Dampf? Dampf. Ein Dampfbucket. Ich verstehe nichts. Wie macht man denn bitte schön Dampf? Okay. Dampf. Warte mal kurz. Ah, okay, gut. Aha. Aha. Das Ding hier macht, so wie es aussieht, aus Wasser, also aus dem Wasserbucket, Wasserdampf. Okay, das kriegt man hin. So, was brauchen wir nun für das Ding? Ah. Okay, ja, das geht. Okay, was brauchen wir für die Blöcke? Okay, Leute, ich glaube, wir sind gerade sehr, sehr nah am Raketenstart. Ich würde sagen, ich crafte das dann jetzt in der nächsten Folge und würde sagen, ja. Wir machen das dann in der nächsten Folge, weil jetzt geht die Folge nicht mehr so lang. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt.
und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Das war's, bis zum nächsten Mal und ciao.